Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Beides haben wir stehen geblieben, als wir gerade aus Cosmos Canyon rauskamen und soweit fertig waren. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken, ob du mein Wissen brauchst. Okay. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir da wieder reinkommen in den Bereich, wo wir rein wollen. Genau, ich wollte noch die Ausrüstung gleich durchprüfen und dann. Ja, geht's eigentlich. Geht's eigentlich weiter. Mit dem Leveln und alles. Aber kurz nochmal geguckt. Ist besser als gespuckt. Nee, sie geht nicht auf. Wie hat er sie verriegelt? Mit einem riesigen Magneten. Es scheint, als ob Bugelhahn der einzige ist, der sie öffnen kann. Okay, das ist jetzt nochmal so eine Art Hinweis darauf, dass nur er. Und muss vielleicht Nanaki dabei sein. Aber jetzt, nachdem wir ja den richtigen Namen wissen. Ach ja, den kann ich auch mal gerade umrüsten. Gelbes Megafon, grünes. Nein, das Schwarze ist sogar schlechter. Das Grüne ist besser, okay. Ja. Okay, Silberarmband. Mithril-Armband kann ich wegwerfen, okay. Accessoire. Irrelevant. Ausrüsten. Tigerzahn. Ab dafür. Silber ist. Nebenwirkungen. Gewitter, Nebenwirkungen. Okay. Dann nochmal ihn gegen ihn austauschen. Red, Seraphinenklammer oder Silberspange ist zusammen, Seraphinen nicht. Egal, machen wir. Silberarmband auf jeden Fall. So. Dann haben wir das hier zusammen, ne? Und dann passt das auch. Dann gehen wir nochmal auf PHS. Da muss sie wieder hin und er muss dahin. Okay. Dann gucken wir mal, wo wir sonst so noch hinkommen können. Weil es ja doch noch eine richtig große Map. Und ich will ja die Schlange auch irgendwann besiegen. Deswegen muss ja Barrett jetzt auch unbedingt. Ja. Noch fertig werden mit dem Aufstiegen, mit den Leveln und so weiter. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich dann eigentlich eher in die andere Richtung reise, ne? Ich meine, jetzt wo das Fahrzeug wieder fit ist und Ares und Cloud immerhin schon Level 31 haben. Alle hatten Level Abstieg. Ah, gut.
Und da kommen wir ins nächste. Du sagst, die ganze Stadt ist abgebrannt? Ja. Hä, was ist los? Ich lüge nicht. Ich erinnere mich, die Hitze der Flammen. Und wieder raus hier. Okay, darauf kommen wir später nochmal zurück. Ich reise jetzt aber ganz flott erstmal, wie ihr es euch denken könnt, nochmal zurück. Denn ich will tatsächlich Schlange erstmal. Mir ist nämlich gerade ein Plan in den Sinn gekommen, wie ich Schlange besiegen kann. Weil ich dafür 3000 Gegner auf dem Weg noch beseitigen muss. Abwehren einfach. Zauber, Feuer 2, Zauber, Feuer 2. Jetzt muss sie aber mal geheilt werden. Oder alle sind beseitigt und ich heile sie übers Menü. Okay. Na, ist ein Träumchen. Zauberheilung, nee. Beschwörung, Tiefer. Zauber, Feuer. Zauber, Feuer. Okay. Sehr schön. Und jetzt ist es schon wieder die. So, dafür kriegen wir auch noch mal einiges. Wir lassen sie diesmal einfach liegen. Da ist irgendein Meteor, das lassen wir auch mal links liegen. Hier ist ein kleines Häuschen.
Bergwerk. Na, okay. Hier ist niemand. Wir kommen später wieder. Okay. Oh, nee, ne? Doch Heilung auf ihn. Blitz auf den. Feuer auf den. Ich komme jetzt nicht drauf, wie das heißt, aber... Ja, ist halt eine... Können wir sagen, Sagengestalt. Na gut, 148. Okay. Okay, okay. Ich sag mal so, ich ziehe das so lange durch, bis ich da bin, wo ich hin möchte. Warte mal, waren da gerade... Warum an der Schokobo? Ach, damit hätte man wahrscheinlich auch schon hingekonnt. Verstehe gerade. Okay. Ich werde geheilt? Fragezeichen? Peak. Nur um dann wieder geschädigt zu werden. Na lol. Hätte man es nicht anders so machen dürfen? Danke. Ja gut. Können wir uns schenken. So. Das Transmutter läuft nicht aus. Hier. Jetzt. Mal gucken, ob und wie weit wir diesmal bei der Schlange kommen. Ich bin ganz ehrlich, wir müssten eigentlich einen Angriff haben, womit wir die Schlange instant killen. Na, aber, naja. Gut, jetzt wieder hier hin. Hier hin. Hier hin und her gereist, muss ich aber auch sagen. Aber gut, es hat sich auch...
Es hat sich aber auch gelohnt, ne? Klar doch, natürlich muss das erstmal passieren. Na gut, why not? Abwehr, Zauber. Alle abfackeln. So. Dann müssen wir natürlich noch nächtigen. Bitte wie einmal Zelt verwenden. Wenn wir dann in der unmittelbaren Nähe von dem Ort sind, wo wir hinwollen. Genau. Objekt. Ne, warte. Zelt nutze ich erst, wenn ich quasi vor der Schlange stehe. Wie ich mein Glück kenne, treffe ich nämlich noch wieder auf ein oder zwei Gegner, die mir den Keks... Ja, auf den Keks gehen. Na. Mir den letzten Nerv rauben wollen. So. Zelt, alles wieder voll. Und tatsächlich, man kann der Schlange nicht entkommen, ne, wenn man geradewegs läuft. Man muss da schon tricksen. Okay. Dann Lidschall. Meteorregen. Zauber Bio 2. Alter. Eis 2. Wir haben die Schlange erledigt! Alter! Total OP! Keine Ahnung, was wir gemacht haben oder wie wir es gemacht haben, aber wir haben die Schlange erledigt. Also, wenn ihr sie erledigen wollt, Cloud auf Level 31, Aeris auf Level 31, Barret auf Level 29, mit den ganzen Equip und so, wie ich es habe. Das hat einfach funktioniert. Ach ja, und stur bleiben bei der ganzen Sache, ne? Gut. Hat es sich jetzt wirklich aber gelohnt in der Hinsicht? Nicht wirklich, oder? Aber klar, die Schlange ist jetzt weg, aber... Ich glaube, das war auch schon alles. Und natürlich müssen jetzt noch andere Gegner bei mich nerven. Aber hey, wir können jetzt mit Cloud wieder nur mal angreifen. Gut, was ich mich jetzt frage, ist dann wieder eine neue Schlange da oder ist die Schlange dann komplett weg? Also ist sie dann nicht mehr existent? Na, kurz mal schlafen gehen. Und ja, dann haben wir grandioserweise das mit der Schlange abgehakt und können uns das nächste suchen, was wir verkrampft versuchen zu erreichen. Ich will es halt wirklich jetzt wissen, weil wir haben ja jetzt die Schlange eben nur besiegt, weil wir total OP mit unseren, ja, Kram da umgegangen sind, ne? Apropos, das speichern wir übrigens auch mal. Jetzt will ich mal gucken.
Ist jetzt hier definitiv keine Schlange mehr. Ich kann mir das nämlich nicht vorstellen. Genau da kommt sie nämlich auch schon wieder. Eine Schlange. Somit können wir jetzt immer Schlangenkämpfen machen, oder wie? Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob das jetzt wirklich nur an unseren Limitern lag oder ob wir einfach ultimativ stark waren. Sehr schön. Jetzt kommt Shiva ins Spiel. Ifrit. Okay. Aber ich glaube, wir besiegen gleich nochmal quasi. Weil ich glaube, 4000 Leben hat die Schlange. Oder 40.000. 4 oder 40.000, eins von beiden. Und die sind einfach gleich schon weg. Wir haben Pech und sterben einfach. Mal sehen. Also 1524 hat Barrett noch. Hätte ich das gewusst, hätte ich da das Objekt ausgewählt und nicht. Ja. Mit ganz viel Pech ist er jetzt weg. Ja. Ist klar. Gut, gut. Objekt. Königsfeder, Königsfeder, Zauber, Heilung 2, Heilung 2, aber wir sind da, wo wir sein wollten, Objekt, ach egal, okay, also auf normalen Wege kann man die Schlange nicht besiegen, man braucht schon beide Limiter, die wir hatten, das ist zumindest gut zu wissen. Oder halt das Glück, dass wir Aeris nicht verlieren, weil dann hätten wir noch mit dem Normalen um die Ecke kommen können. Also mit dem Heilen auch. Aber gut, wie gesagt, es ging ja nur darum, dass ich eine Schlange besiege. Jetzt kann und darf ich auch sowieso mich darüber freuen, dass ich es erledigt habe und es runter von meiner Agenda habe. Was für mich jetzt heißt, weiter der Story folgen quasi. Wir haben wieder ein bisschen Gil, wir können also auch mal hier wieder reingucken, ob und wiefern wir hier was machen können.
Ich will ja nicht sagen, aber manchmal kann das echt ein bisschen nerven, wenn man gerade den nächsten in die nächste Richtung bewegen will. Und man dann, ja, nichts machen kann, außer halt hoffen und Tee trinken quasi. Okay. Was? Ah, schon wieder bei 31 Minuten. Dabei bin ich schon auf extra schnell gegangen. Oh Mann, ey. Okay.
Mann, ey. Tardi. Das sah erst so vielversprechend aus und dann war es das doch nicht. Wobei, wir können noch mal... Handwerker. Hätte ich das gewusst. Hört nix. Okay. Leute, schon wieder 40 Minuten. Ist aber auch in Ordnung. Wir heilen uns nochmal ganz kurz einfach hiermit. Dann kann sie nämlich auch wieder normal angreifen. Okay. Irgendwie haben wir es geschafft, aber Shinra wird wiederkommen. Das Gelände muss sehr gut erkundet werden. Wir wissen nicht, wann sie wieder angreifen. Ja gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich trotzdem erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde einfach ganz einfach sagen, wir machen jetzt hier und erstmal Feierabend. Von daher bedanke ich mich, wie gesagt, recht herzlich und von daher bis zum Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao, tschüss.